Wir haben hier vier kleine Vorträge. Einmal erzähle ich ein bisschen was, was gerade passiert im E-Commerce. Dann kommt Alex von Foodist, der verteilt Chips, glaube ich, kostenlos. Protein Bites. Dann haben wir noch Patrick Steppe von Leckerland und die Tina Müller von Douglas. Das werden hier prall gefüllte 80 Minuten. Wer von euch hat denn in den letzten zwei Wochen bei Amazon bestellt? Da habe ich mir gedacht, das werden wir gleich in den Zahlen sehen. Und weil das Thema E-Commerce ja im Wesentlichen das Thema Handel beinhaltet, haben wir auch was kostenlos mitgebracht. Es gibt hier für 200, 300 Leute, vielleicht kannst du mal kurz vorkommen, Nuno. Es gibt hier das E-Commerce-Buch kostenlos. Das gibt es hier vorne. Der Typ da im orangen Pulli, der händigt euch das aus im Tausch einer Visitenkarte. Ganz kostenlos. Müsst ihr gar nicht bei Amazon kaufen. Ich gebe dir das schon mal mit. So, bevor hier aber Leckerland und Douglas und Foodist sagen können, was sie online machen, müssen wir einmal so ein bisschen schauen, was ist eigentlich passiert im E-Commerce-Markt in den letzten Monaten. Und wir müssen überlegen, hat Amazon eigentlich vor irgendwas Angst oder eher nicht so? Wenn man sich das mal anschaut, deswegen habe ich das gefragt, ob Amazon vor irgendwas Angst haben muss. Und wenn man danach googelt, dann findet man solche Beispiele. Dann findet man das Fire Phone, man findet Marktplatzansätze, die bei Amazon mal nicht geklappt haben. Die haben vor ein paar Jahren auch mal probiert, eBay nachzumachen, das hat nicht geklappt. Das Fire Phone, das hat einige Milliarden Dollar gekostet zu entwickeln. Amazon hat das Interesse gehabt, ein eigenes Endgerät für seine Kunden zu entwickeln, damit es nicht mehr abhängig ist von Google und von Apple. Hat aber nicht funktioniert. Müssen Sie deswegen Angst haben? Sind Sie deswegen gescheitert? Wahrscheinlich nicht. Das sind die aktuellsten Zahlen von Amazon, die Amazon rausgegeben hat in den letzten, vor ein paar Monaten. Da seht ihr, dass Amazon, das ist die untere Linie, Amazon ist mittlerweile bei 170 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr. Und inklusive der Marktplatzteilnehmer, also inklusive der Teilnehmer, die über Amazon verkaufen, ist der Umsatz mittlerweile sogar bei 250 bis 300 Milliarden Dollar. Also fast eine Milliarde Dollar am Tag. Das ist quasi das Umsatzniveau, was Amazon mittlerweile erreicht hat. Und ihr alle habt in den letzten beiden Wochen auch dazu beigetragen. Die wachsen mit 150 Millionen Dollar pro Tag. Das ist nicht der Umsatz, das ist nur das Wachstum. Jeden Tag wächst Amazon zurzeit 150 Millionen Dollar. In Deutschland wächst Amazon zwischen 10 und 15 Millionen Euro jeden Tag. Das ist nur das Wachstum, was in diese Plattform fließt. Und da muss man sich schon überlegen, brauchen die überhaupt vor irgendwas Angst zu haben? Oder ist dieses Modell so überlegen, dass es viele der klassischen Handelsmodelle, die ihr kennt, in den nächsten Jahren vom Markt nimmt. Ich hatte das mal aufbereitet auf meinem Blog kassenzone.de. Dort habe ich mal angeschaut, welche Geschäftsmodelle konkurrieren denn eigentlich mit Amazon. Ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, es gibt drei Typen von Handelsmodellen momentan am Markt. Das sind vertikale Handelsmodelle, also Handelsmodelle, die selber herstellen, die selber verkaufen, die selber den Laden besitzen. Das ist sowas wie IKEA. Es gibt horizontale Handelsmodelle. Das ist das wie Douglas, die kaufen Ware bei einem Hersteller und verkaufen es euch an den Enden als Kunde. Und es gibt Plattformmodelle, die wie Amazon funktionieren, die reichen die Ware im Wesentlichen weiter, müssen mit dem Verkauf der Ware aber eigentlich kein Geld mehr verdienen. Ja, die können es sich leisten, Produkte ohne hohen Händleraufschlag an den Kunden durchzureichen. Und das führt natürlich bei diesen beiden Modellen auf der linken Seite zu erheblichen Problem. Die Probleme haben sich international schon gezeigt. Die meisten analogen Handelsmodelle, also alles, was ihr auf der Straße seht, wenn ein Händler einen Store hat, einen Shop hat, verlieren gerade massiv an Marktwert. Das wurde mal ausgewertet im letzten Jahr. Das ist ein Chart aus dem letzten Jahr. Da zeigt sich, wie haben die Börsenkurse klassischer analoger Händler reagiert in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu Amazon. Und da hat sich gezeigt, so ein Best Buy, das ist so ein Mediamarkt in den USA zum Beispiel, so ein Macy's, Nordstrom, kann man am meisten vergleichen mit einem Kaufhof. Die haben massiv verloren. Teilweise geht es so weit, -95% bei einem Sears. Die Unternehmen scheiden sehr, sehr schnell gerade aus dem Markt aus. Und das führt zu erheblichen Verwerfungen am Markt. Also alle Unternehmen mit einer analogen DNA, die bisher klassisch Ware gehandelt haben, müssen sich verändern, müssen ihr komplettes Geschäftsmodell auf den Kopf stellen und das werden wir gleich in den nächsten drei Interviews auch stressen.
Und Amazon ist in der Zeit, das ist eine Zahl, die habe ich jetzt, die ist ein Jahr alt. Amazon war vor einem Jahr ungefähr 350 Milliarden Dollar wert, jetzt sind sie 750 Milliarden Dollar wert. Ich glaube, das ist ungefähr der Wert, der gerade kommuniziert ist, damit wertvoller als Alphabet, also Google, die Holding, unter der auch Google liegt. Noch nicht so wertvoll wie Apple, aber das dauert vielleicht noch ein halbes Jahr, dann wird Amazon auch Google überholen. Müssen wir also Angst haben? Eigentlich nicht. Wenn man diese Zahlen so sieht, dieses enorme Wachstum sieht, denkt man sich so, das wird das alles dominierende Handelsmodell in den nächsten Jahren. In der Realität ist es aber nicht so. In der Realität ist das Modell auch relativ stark limitiert. Das sehen wir dadurch, dass neue Modelle in den Markt kommen. Wer von euch hat schon mal bei Wish bestellt, dieser Plattform hier? Keiner? Doch, ganz wenige. Wish ist, ist extrem erfolgreich. Mittlerweile machen 3 Millionen Pakete pro Tag, werden darüber versendet. Ja, da gibt es halt solche Produkte wie so eine Uhr, die kostet statt 80 Euro nur noch 3 Euro. Oder so ein Camcorder für 18 Euro. Kommt alles direkt aus China. Das ist eine Plattform, die legt sich quasi auf das komplette Herstellernetzwerk in China. Dort stellen Hersteller Produkte ein, shippen das per Luftfracht nach Deutschland. Und dann kann man sich solche Sachen kaufen wie, was ist das da in der Mitte, 11 Euro dieses Skateboard da. Das funktioniert auch, es kommt an. Und so ein Modell wie Wish, das verändert nochmal unser Kaufprozess komplett. Bei Amazon wissen wir ja schon vorher, was wir kaufen wollen. Wir gehen mit einer Kaufintention auf die Plattform, suchen uns dort eine Pfanne aus oder Parfum oder eine Uhr oder so ein Camcorder. Hier ist das anders. Wish findet extrem schnell und sehr gut heraus, was ich für Interessen habe, und pusht diese Produkte auf mein Handy und zeigt mir an, jetzt gibt es, wenn du jetzt bestellst, in den nächsten 12 Stunden kriegst du diese Uhr für 3 Euro, inklusive Versand aus China. Das sind natürlich Modelle, die verändern unser Konsumverhalten massiv. Und vor solchen Modellen hat auch Amazon Angst. Amazon hat angeblich versucht, diese Plattform zu kaufen, letztes Jahr für 10 Milliarden Dollar, hat aber nicht geklappt. Das ist so eine mögliche Eintrittsbarriere oder ein möglicher Wettbewerber für Amazon, der in den nächsten Jahren, glaube ich, auch noch mal deutlich größer wird. Ein anderes Modell ist zum Beispiel Alibaba. Wer von euch hat schon mal bei AliExpress oder Banggood oder ähnlichen Alibaba-Plattformen gekauft? Ein paar Hände sehe ich hier. Ich habe ja gerade gesagt, Amazon macht ungefähr 1 Milliarde Dollar pro Tag an Umsatz. Es gibt auch so einen Shopping-Tag in China, der sehr, sehr stark über die Plattform von Alibaba gepusht wird. Und dort seht ihr, das ist eine Präsentation, die ist vor 2 Tagen in Las Vegas gelaufen. Deswegen seht ihr hier nur so ein Foto von dem Chart, von dem Alibaba-Manager. Die haben im letzten Jahr, das ist ein Tag im November, 11. November, haben sie an einem Tag, hat diese Plattform 25 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. An einem Tag. Die haben Aktionen, da verkaufen die innerhalb von 10 Minuten 100.000 iPhones. Über solche Dimensionen muss man sich mittlerweile im globalen E-Commerce Gedanken machen. Und fairerweise macht sich Amazon auch Gedanken über über solche Plattformen und entwickelt permanent neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich, wo sie versuchen, genauso schnell und so groß zu werden. Alibaba expandiert momentan mit voller Kraft nach Europa. Es gibt gar keine Limitationen im Bereich Cash. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Geld, was diese Plattform zur Verfügung hat, um zu wachsen. Und davor hat natürlich Amazon Angst. Und was wir sehen im Markt, ich mache relativ viele Beratungsprojekte und sozusagen Softwareprojekte. Es gibt so 2 mögliche Optionen, die Unternehmen heute haben mit seiner analogen DNA. Es gibt diese Option zu sagen, hey, ich nehme die blaue Pille, die Viagra-Pille, ich nehme diesen Wettbewerb an, ich investiere, ich baue Softwarekompetenz auf, und ich versuche mich diesem Rhythmus so ein bisschen anzupassen und auch den Kundenzugang zu halten. Das ist zwar extrem anstrengend, teuer, schwer, auch schwer zu prognostizieren, wo die Reise dahin geht, aber das ist das, was in diesem Markt funktioniert. Oder es gibt die rote Pille und diese Pille sagt, naja, Wish ist so groß, Amazon ist so groß, Alibaba ist so groß, damit kann ich gar nicht konkurrieren, ich habe gar keine Chance. Ich investiere auch gar nicht in Developer oder in Softwarekompetenz oder generell in Aufbau eigener Kompetenzen. Ich halte mich aus diesem Markt raus und mache nichts. Die meisten Unternehmen, die wir sehen, nehmen die rote Pille. Die meisten Unternehmen haben vor dieser Macht von Amazon und Wish zumindest innerlich ein bisschen resigniert. Das ist schade, aber ich glaube, die Unternehmen, die wir heute auf der Bühne haben, die haben so ein paar Antworten gefunden, glaube ich. Also Alex nickt hier auf jeden Fall. Bei den anderen werden wir das auch noch ein bisschen hinterfragen.
Aber achtet mal so ein bisschen darauf, wie Unternehmen auf diese Entwicklung momentan eingehen und welche Pille sie eigentlich nehmen. Es ist ein Markt, und das ist fairerweise das, was so intuitiv schwer zu verstehen ist, das ist ein Lose-Lose-Markt. Egal, was große Unternehmen momentan tun, es wird immer schwerer nach vorne gehen. Es wird schwerer, Geld zu verdienen, es wird schwerer, den Kunden zu binden, es wird teurer, Neukunden zu gewinnen, es wird anspruchsvoller, den Kunden zufrieden zu machen. Es ist immer schwieriger, nach vorne überhaupt größer und profitabler zu werden. Aber das ist der Markt, den Alibaba, den Amazon und auch den Wish gerade vorleben. Das ist fairerweise auch der Markt, über den ich jetzt auch berichte in den verschiedenen Social-Media-Accounts, die ich mache. Also sollte noch jemand nicht Supergraph bei Instagram abonniert haben, jetzt ist die Gelegenheit. Alex und ich machen nachher noch ein paar exklusive Stories dazu. Und bevor ich euch nochmal das Programm im Detail vorstelle, möchte ich nochmal ein Video zeigen von Gary Vaynerchuk. Der ein oder andere kennt ihn. Ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr hier ist. Ich glaube nicht, ne? Der war letztes Jahr hier auf der OMR. Das ist einer der bekanntesten Business-Influencer weltweit. Der bewertet auch diese ganzen Entwicklungen, die es am Markt gibt. Und das Video, was ich euch gleich zeige, das dreht sich um die Entwicklung von Toys R Us. Toys R Us hat jetzt Insolvenz angemeldet. Die schließen alle Läden in den USA. Und er sagt oder bewertet relativ offen, was hätte eigentlich so ein Toys R Us, so ein Spielzeughändler, der in direkter Konkurrenz mit Amazon ist, was hätte der eigentlich tun können? Danach gucken wir uns das Programm nochmal an. Interesting times in the retail landscape. Let me just talk to you guys about why Toys R Us Chapter 11 matters. Toys R Us did two things over the last couple decades that make no sense. One, very early in the 2000s, they outsourced themselves to Amazon. I don't know if a lot of you kids know this. Maybe you could pull a headline clip. I don't remember, maybe 2001, 2002. The headline would probably say Toys R Us using Amazon for fulfillment. They didn't believe in the internet 17 years ago, so they let Amazon do their fulfillment, which started people getting used to buying toys on the internet through an Amazon world instead of a Toys R Us world. But most importantly, they just didn't innovate. You know, and when you don't innovate, you die. Like, when you don't change, you die. The world passes you by. And that's ultimately what is their issue, right? They didn't change their stores into, you know, American Girl experiences. Like, you could have made Toys R Us 3 years ago could have created the national Lego championships, and everybody would be there was a million. They could have made slime centers. They could be killing it right now with their locations, but no, they choose to just like sell toys out of it. And none of you want to go there. You're going to go to Walmart and pick it up for less money anyway while you pick up your groceries and anything else. And if you even want to leave your fucking home, and you don't. And so you'll go to Amazon and do it that way, or buy it from somebody's YouTube channel link, or, you know, Instagram account. It's the best example right now of like how in trouble everybody is if they fucking rest on their laurels. You know, if Toys R Us, the dominant niche retail leader of a humongous multi-billion dollar category, is finished, what do you think is gonna happen over the next 6 years in every category? So retailers, media companies, entrepreneurs, influencers, when there's a million influencers every day popping up, supply and demand, lack of innovation, you gotta be different. This is why I recall a couple episodes ago, go deep into voice. Most people aren't playing there yet. Stay alive, be there when the world comes to you. Innovate or die. Ja, er sagt also, Toys R Us hätte Slime Centers bauen müssen, also irgendwelche Trampolinos, die ein bisschen moderner sind. Wer hätte denn jetzt, wenn er das so hört, wer würde denn gerne in so ein Slime Center gehen, statt in so einen klassischen Spielzeugladen? Es melden sich wieder genauso wenig wie bei Wish. Das Problem bei solchen Ideen ist, das kann man nicht mehr testen. Niemand weiß das. Toys R Us weiß das nicht, die Berater wissen das nicht, die Kunden können es auch gar nicht sagen. Man muss quasi in so einen Rhythmus kommen, in dem man halt sehr, sehr viel testet. Und darüber werden wir auch ein bisschen was hören in der nächsten Stunde. Den Start macht gleich Alex von Foodist. Die meisten kennen ihn aus der Höhle des Löwen. Irgendwann wirst du, glaube ich, auch nochmal sozusagen Investor bei der Höhle des Löwen. Danach kommt Tina Müller, CEO von Douglas. Die hat auch eine ganze Menge zu erzählen, was man gerade machen muss, um Kosmetik und Parfum an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ganz zum Ende schauen wir uns nochmal an, was Patrick Steppe, CEO von Leckerland, zu erzählen hat. Ein 13 Milliarden Euro Unternehmen, was in dem B2B-Business unterwegs ist und sehr stark in der Tankstellenbelieferung sich jetzt darüber Gedanken machen muss, was passiert eigentlich, wenn morgen die Leute weniger rauchen, wenn jetzt alle nur noch Elektroautos fahren. Also alles Unternehmen,
die heute in einer Situation sind, so wie Toys R Us vor 10 Jahren, die wissen, dass ihr Geschäftsmodell sich massiv verändert, dass es das wahrscheinlich nicht mehr gibt, das Geschäftsmodell, mit dem sie heute Geld verdienen, die was Neues erfinden müssen. Vielleicht sagen sie aber auch, das Geschäftsmodell gibt es weiterhin, wir haben eine gute Idee. Und mit der ersten guten Idee möchte ich hier einmal Alex sozusagen hier an den Klicker bitten. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst.